Der Beruf der Bürgermeisterin ist auch heute noch kein Teilzeitjob. Und ich habe ja 4 Kinder, oder mein Mann und ich haben zusammen 4 Kinder im Alter zwischen 13 und 7 Jahren. Die sind aus, so würde ich mal sagen, aus dem Gröbsten raus, aber natürlich noch nicht quasi kurz vorm Abitur oder schon in die Welt entflüchtet. Und es ist eine Herausforderung, da Familie und Beruf zu vereinbaren. Dass ich auf irgendeiner Bank rumsitze gerade und nichts tue, das ist gerade sehr, sehr selten. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich noch nicht so lange Bürgermeisterin bin, weil da noch wenig Routinen da sind. Und ich auch den Anspruch habe, mich immer in Themen sehr stark reinzuarbeiten. Ich möchte das verstehen und das braucht dann einfach. Auf der anderen Seite habe ich ja auch Gestaltungsmöglichkeiten, wie ich meinen Kalender gestalte. Man hat als Bürgermeisterin viel mehr Abend- und Wochenendtermine. Das ist ganz gehört zu dem Beruf dazu. Man muss bei den Leuten sein wollen, aber andersrum kann man sich da auch wieder Zeitfenster schaffen, die dann für die Familie auch reserviert sind, die aber eben an anderen Tageszeiten vielleicht liegen.